Moin Leute, hier ist wieder Knochen. Diesmal wieder mit ein bisschen Koop-Gemetzel. Verseuchten Urlaubsgebiet oder kontaminiertes Urlaubsgebiet. Ich muss ein bisschen langsamer reden. Ich war hier noch nie, ich spiele schon seit ein paar Wochen dieses Spiel, auch wenn ich es nicht täglich spiele, aber hier war ich noch nie drin und habe hier da ewig eine Quest gehabt. Und wenn ich mal irgendwie eine Gruppe gefunden habe, dann haben die mich immer rausgeschmissen. Aber gut, ich muss auch zugeben, hier war jetzt dann endlich mal Stufe 30 oder so. Und davor war ich halt ja immer am 20er Bereich. Und ich finde das heftig hier. Also hier hätte ich auf jeden Fall auf mehr Leute gewartet. Das ist auch wieder so ein Modus, wo es halt um Punkte geht. Ne? Zieht sich auch ein bisschen hin, kam mir unheimlich lang vor, obwohl es gerade mal eine knappe Viertelstunde gedauert hat. Ich dachte, es wird ja nie fertig hier. So, ich versuche hier einen auf super taktisch zu machen. Und ich hätte auch öfter mal fast den Anschluss verloren, weil ich mich gar nicht auskenne hier. Das war natürlich problematisch für mich. So habe ich eigentlich halt versucht, immer in der Nähe zu bleiben, aber wenn man schon mal angegriffen wurde und so und dann nicht mehr hinterherkommt. Weil, wenn man mal genau hinschaut, die zischen ja auch einfach nur durch. Also bei Hounds ist es wirklich so, wenn man keine Ahnung hat, muss sich dann wirklich an die Leute heften und zusehen, dass man nicht den Anschluss verliert. Wenn man Pech hat, heftet man sich an den Falschen, wenn die sich aufteilen und der rennt dann selber irgendwo in eine Sackgasse. Ich glaube, irgendwann bin ich auch mal out of ammo. Zack! Das ist mit der coolste Move überhaupt hier so, finde ich. Es gibt noch andere, aber die die richten sich nach dem, je nachdem, was man für eine Klasse hier spielt. Also der eine ist immer gleich, das ist halt dieses zu Boden werfen nennt sich das. Man verbraucht hier unheimlich viel Munition, wenn man nur zu dritt unterwegs ist. Das ist mir auch schon aufgefallen. Und die droppen auch nicht allzu viel hier, sodass man zwischendurch mal wieder was aufsammeln kann. Manchmal lassen die Gegner ja so, ich nenne jetzt mal Gegner, ja, Munitionskisten fallen, die man dann aufsammeln kann. Das ist leider hier nicht so häufig der Fall. So, sie war fast schon überfordert. Fast war sie überfordert. So, das war mal voll für den Arsch. Keine Ahnung, warum die da eine Granate hinschmeißt, wo überhaupt niemand war. Also gerade hier hätte ich mir die Granaten aufgehoben. Ich finde das ansonsten ganz atmosphärisch hier. Ich verstehe nur nicht, was das sein soll. Ja, kontaminiertes Urlaubsgebiet. Okay, wir gehen mal davon aus, das ist so irgendwo in Bangkok hier oder Thailand oder sonst was. So ein Urlaubsgebiet. Deswegen ist, und deswegen stehen auch in diesen Holzhütten hier über so eine Getränkeautomaten. Man kriegt ja auch Mitteilung, dass man sich zu diesem und jenem Punkt oder dass Zombies in bestimmten Bereichen gesehen wurden. Und dann muss man sich halt dahin begeben. Ich weiß nicht, ob man das zwingend muss, aber ich war sowieso zum ersten Mal hier. Wie man sieht, gibt es doch ordentliche Gegnerscharen hier. Und das ist noch alles im einfachen Modus. So, haben wir jetzt einen Hinweis bekommen, jetzt müssen wir zur Zone A. Und wie man sieht, ich bin auch wirklich alle paar Sekunden am Nachladen. So, das war eine Rauchgranate, damit wir nicht sofort entdeckt werden. Keine Ahnung, ob das hier irgendwie Sinn ergibt. Weil ich für so eine Rauchgranate eher für, weiß ich nicht, PvP verwenden. Geht ordentlich was ab hier auf jeden Fall. So, das habe ich die ganze Zeit versucht, den zu greifen, aber der Radius ist wohl relativ klein. Man hat nur wohl, ja, was soll ich sagen. Also man muss wohl aus einem bestimmten Winkel zupacken, sonst funktioniert das nicht so richtig. Ich glaube, das haben die auch geändert, weil früher im PvP kommst du so vor, als wenn die da irgendwie 2 Meter von mir entfernt waren, irgendwie schräg links oben, rechts Flügel haben, ne, mich angegriffen haben und zu Boden geschmissen haben und abgestochen haben. Aber auch die Kollegen hier von Bluff oder wer auch immer dieses Spiel entwickelt hat, sind da ein paar mehr dabei.
arbeiten ja noch am Spiel und fügen hier ein paar neue Sachen ein oder ändern ein paar Sachen. Aber ich glaube, die haben den Radius, den Winkel etwas minimiert. Feinde in Zone A. Zum Boden schmeißen und abstechen. So, jetzt habe ich den Satz endlich mal beendet. War schon tot, aber das gefällt ja besser. Ich fand das auch aufregend, weil ich wollte auf jeden Fall nicht verrecken. Ja, und ich wollte auf jeden Fall nicht den Anschluss verlieren hier zu den Leuten. Vor allem war es mal cool, mal eine andere Karte zu sehen, weil, wie ihr schon erwähnt habt, die habe ich noch überhaupt noch gar nicht gesehen gehabt hier. So, da oben beim Haus, da erscheinen jetzt auch welche, ich weiß nicht mehr, ob das Shelper waren. Ja, da droppt eine Munitionskiste, aber niemand kommt dort hin. Das ist natürlich zum Glück dann. So, jetzt gib mir dann die Muni aus. Weil hier auch keine, hier gibt es keine Phasen, wo man hinkommt. Und ja, das sieht scheiße aus. Das ist richtig scheiße, wenn man so attackiert wird. Bleibt auch nur die Flucht nach vorn, beziehungsweise in dem Fall nach hinten. Feinde in Zone A. Da war gerade wieder so ein Moment, wo ich was eigentlich wollte ich den greifen, diesen einen Zombie, aber das hat nicht geklappt. So, jetzt hat mich schon mal dahin gerafft. Ich kriege hier, komisch eigentlich, ich kriege rücklinks nach vorne. So. Zum Glück noch geschafft. Ich hab den Schärfer in die Fresse bekommen hier. So. Das kann man ja nur einmal machen. Also ich mag schon eher die Karten, wo man es natürlich häufiger machen kann, wo man verschiedene Abschnitte dann hat und dann zum Sammelpunkt muss und dann auch immer gleich dort eine neue Munitionsbox hat. Ich wäre wirklich nicht gut vorangekommen mit der Shotgun, vor allem gegen die Einheiten, die halt sich weiter oben aufhalten. Auf den Dächern da und so. Oder auf den Rüstungen. Ja, das sind Sherpa. Sherpa erkennt man immer daran, dass sie irgendwie um ihren Raketen rumballern. Dring jetzt in Zone C vor und schalte die Feinde aus. Und so ungefähr ab jetzt dem Punkt, da dachte ich schon, ey, wir sind schon seit 20 Minuten hier drin. Ja. Ich gehe nicht mal in die Box. Am Anfang dachte ich, man kann halt immer wieder ran, ne? Aber also ja, am Anfang, als ich angefangen habe zu spielen hier. Nicht bei der Runde hier bei dem Match. Ich muss dazu sagen, für ein Urlaubsgebiet sieht das ganz schön karg aus, eingerichtet aus hier. Also hier hätte ich keinen Urlaub gemacht. Also einer von denen. Bin ich froh, dass hier kein Friendly Fire existiert. Also nur Friendly Granaten-Explosion. Ja, man kann den Leuten helfen tatsächlich. Indem man ich weiß nicht, wie man die nennt. Die halt einen so zu Boden schmeißen und dann versuchen abzunagen. Die kann man natürlich beschießen, wenn die auf dem Ziel liegen. Eigentlich wollte ich mir die Box holen, aber ich werde hier so gefeuert. Entdeckung! Ich mal ein bisschen Kuss mit der Granate. Ich hole mir, glaube ich, noch die Box, oder? Das so macht sie Kroger, also richtig so. Also, Aimbot-mäßig schon.
Hol dir die Box, Mann! Der holt sich die Box. Gut, war mein Fehler, hätte er schon nicht vorangehen können. Der Titan. Tyron. Die immer schön von der Seite beschießen oder von hinten. Weil das Schild blockiert so ziemlich alles. Und ja, immer so weit wie möglich weg von denen. Ja, fand ich jetzt auch komisch. Wir hätten verrecken müssen, aber warum nicht der Fall? Ich glaube, das Ding hätte ich gerade benutzen können. Diese Munitionskost, diese Munitionsschrank da. Ah, hab ich verpasst. Oh, bisschen nervös hier. Was heißt nervös? Ich war eher konzentriert. Das ist wohl eher. Ich finde das Spiel immer noch recht unterhaltsam, allerdings ist auch hier so, dass ich so nach anderthalb Stunden oder so dann eigentlich ausmache, weil man ja im Prinzip nicht ganz außer rumlatschen und hier ballern. Und wir brauchen doch schon mal ein paar andere Elemente zum Spiel drin. Ich habe einen einzigen Tag, habe ich mal 4 Stunden gespielt. Gut, eine Pause dazwischen und habe mich so ein bisschen damit mit beschäftigt, hier Sachen herzustellen oder sowas. Da haut es mich schon wieder aus den Latschen. Und was ich auch nicht nachvollziehen kann, hier ist mit Next Generation Grafik hier, ist natürlich auch nicht der Fall, meiner Meinung nach. Grafik ist in Ordnung für ein Free-to-Play-Spiel, da erwarte ich jetzt auch nicht allzu viel. Ne? Man muss hier nichts bezahlen, man kann Geld ausgeben, muss es aber nicht. Aber es ist jetzt nicht so, wie sie hier angegeben haben, dass es super revolutionäre Grafik ist oder sonst was. Ja, das ist hier nicht der Fall. Aber es ist in Ordnung für Free-to-Play, das sollte man nicht meckern, meiner Meinung nach. Ich vor, Kollege. Hey, steh auf. So, das war jetzt super taktisch, ne? Er war ja kurz vorm Verrecken. Feinde in Zone A. So, wir ab in Zone A. Ja, keine Muni, weil geht's mit der Shot. Ach ne, jetzt nehme ich die Faustwaffe, genau, wie war das? Stimmt, weil die Reichweite der Shot ist ja gar nicht so hoch, bis dahin wäre ich gar nicht gekommen. Beziehungsweise reicht die Shot ja nicht so weit. Gut, das hätten sie auch ein bisschen besser machen können. Ich meine, so eine Laterne ist ja eigentlich auch beweglich, oder? Die ist ja nicht so festmontiert, dass man da gar nicht vorbeikommt. Also ich finde, das hätten sie schon ein bisschen besser machen können. So, hier ist jetzt der Fall eingetreten. Jetzt habe ich die mehr oder weniger so ein bisschen verloren. Ich meine, ich konnte hier noch erahnen, wo ich hin muss. Aber ich glaube, ein paar Sekunden später hätte ich das nicht mehr so einfach gefunden hier. Aber naja, jetzt haben wir es ja auch gleich geschafft. Fehlen ja nur noch ein paar Punkte. Das waren ausreichend Punkte. Mission abgeschlossen. Gut gemacht. Klaut ihr mir diese scheiß Munitionskisten? Na ja, gut. So. Quest erledigt. Oh, ganz froh, dass ich hier endlich dann fertig war. Das letzte Gelumpe hier als Belohnung, aber naja, kann man ja verkaufen oder so. Also ist nix. Ja. Das war's dann erstmal hierfür. Ich glaube, das war jetzt auch schon wieder grammatikalisch falsch, aber ist auch egal. Ich bin schon etwas müde. Ja.
dann erstmal vielen Dank fürs Schauen und bis zur nächsten Folge. Ne? Also, ciao Leute und viel Spaß noch.